when you wake up with a fire in your belly, and your breath feels charred when you yawn, and your cave is covered in cobwebs, and suddenly 100 years are gone. When it seems as if your surroundings have all been tossed and twirled, remember things happen at the right time, and you got all the time in the world. Oh yeah. When you fly around in a tizzy, and your wings are pumping stale air, and you know something weird is happening, 'cause everything is different everywhere. When you can't find a knight or a dragon, and there's nowhere to get your horn curled, remember things happen at the right time, and you got all the time in the world. Yes, you got all the time in the world. Nylon. Danke. Und Wolle. Können wir mal eine Pause machen? Ich habe keinen Dampf mehr. Bist du müde? Nein, ich habe keinen Dampf mehr. Danke, tolle Falten. Mann, hört sich das appetitlich an. Wirklich? Ich bin froh, dass es dir gefällt. Hier kommt noch mehr. Was ist denn mit dir los, Gorge? Du wirst doch wohl nicht krank werden. Nein, wahrscheinlich habe ich nur einen Frosch im Hals. Du frisst Frösche? Jessica, nein, das sagt man nur so. Nicht bei uns Drachen. Was hast du denn? Ach, wahrscheinlich gar nichts. Was machst du denn jetzt? Hört sich an, als ob ich belle. Was ist hier eigentlich los? Ach, es ist bestimmt nichts. Oder aber es ist doch etwas. Also wenn es doch was ist es dann bitte? Vielleicht ist es die grauenhafte Drachengrippe. Gorge, bleib doch heute lieber zu Hause. Manchmal bin ich auch krank. Und dann gucke ich Fernsehen und esse Eiscreme. Ich kann mich gern um dich kümmern. Danke, Jess, aber mir geht's gut. Außerdem möchte ich meine Fans nicht enttäuschen. Ja, richtig, die Show muss weitergehen. Weißt du, dass der Spruch von mir ist? Vor 400 Jahren habe ich das auch mal während einer Theatervorstellung gesagt. Die Show muss weitergehen. Du warst Schauspieler? Nein, Theaterdirektor. Oh, es scheint gar nicht besser zu werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Was hältst du davon, wenn wir den Kerl hier abhängen und zusammen etwas unternehmen? Vielleicht morgen. Der Oberboss kommt nämlich heute. Wann wird er denn hier sein? Sobald ihn seine Wolke hergetragen hat. Oh, er hält sich für den Größten. Das kann man wohl sagen. Jedes Jahr kriegt er von uns die Auszeichnung Mann des Jahres. Und wieso kriegt er von euch diese Auszeichnung? Weil er unser Gehalt zahlt. Etwas wirklich Furchtbares ist passiert. Hat jemand ein Fremdwort in deine Nachrichten geschmuggelt? Allison, die Sache ist ernst. Mein Kamm ist nämlich verschwunden. Das tut mir wirklich leid. Morgen ist ein wichtiger Tag. Wie du weißt, überreiche ich Mr. Rooster die Auszeichnung. Das ist gut. Der Mann des Jahres überreicht von Trottel des Jahrzehnts. Er war graviert. Für Howard Gurman. Der einzige Nachrichtensprecher, der seine Meldungen gekonnt präsentiert und außerdem blendend aussieht. Wer graviert denn sowas in einen Kamm? Ist doch vollkommen unwichtig, wer das graviert hat. Oh. Vielleicht liegt er zwischen deinen Locken beklemmt. Gute Idee. Also gut, alle mal her. Mr. Ruther ist auf dem Weg hierher und ich will, dass ihr euch gut benehmt. Der Kerl ist eine laufende Zeitbombe und ich will nicht, dass er hier explodiert. Verstanden? Da ist ja Mayonnaise drauf und ich habe doch gesagt, keine Mayonnaise. Das Dickerchen hätte schon vor ein paar Jahren mit der Mayonnaise aufhören sollen. Soll das heißen, dass Sie nicht mal ein Sandwich bestellen können? Der Kerl hat ja einen Riesenumfang. Ich wusste gar nicht, dass Sie Anzüge für Wale herstellen. Guten Morgen, Mr. Ruther. Lassen Sie diese Freundlichkeit. Sowas mag ich nicht.
Das hatte ich vollkommen vergessen. Sie erinnern sich bestimmt an Miss King. Guten Morgen, Mr. Wooster. Miss King, ach, der wundervolle Funken Intelligenz, der dieses Studio bereichert. Ich bin von Ihnen begeistert. Wenn du willst, kann ich ihm gerne die Augenbrauen wegkokeln. Wer hat das gesagt? Entschuldigen Sie, ich muss mir mal die Nase pudern. Ich helfe Ihnen. Aber hör mal, die Leute mögen meine Witze. Er ist nicht in meiner Hose. Auf der Toilette habe ich ihn auch gesucht. Ich kann ihn nicht finden. Was denn? Seinen Verstand. Man kann nicht verlieren, was man nicht besitzt. German, ich möchte die Rede sehen, die Sie für mich vorbereitet haben. Ja, gerne. Ich habe sie, hier. Ich bin sicher. Howard, ganz ruhig. Der Kerl macht mich so nervös, dass ich mir gleich in die Hosen mache. Hören Sie auf zu flüstern. Ich möchte auch hören, was Sie zu sagen haben. Fletcher, was hat German gesagt? Er hat gesagt, Sie machen ihn so nervös, dass er sich gleich in die Hosen macht. Die Welt ist bevölkert von Schwachköpfen. Da haben Sie völlig recht, Mr. Ruther. Finde ich auch. Hören Sie auf, mir recht zu geben, das ist ja peinlich. Da haben Sie recht. Präsentieren Sie mir doch die Auszeichnung. Nur wenn ich Ihnen dabei keinen Kuss geben muss. Die ganzen letzten Jahre habe ich... etwas witzig und beeindruckend. Und wenn es sein muss, lügen Sie. Jetzt haben wir ganz schön viel Arbeit vor uns. Arbeit? Ich kann nicht arbeiten. Mir ist so schrecklich heiß. Kannst du mal mein drittes Horn anfassen, um zu sehen, ob ich Fieber habe? Das ist das Falsche. Das ist mein Signalhorn. Versuch das dahinter. Oh, ist das heiß. Das wusste ich. Das habe ich geahnt. Was denn? Ich habe die Drachengrippe. Sagtest du Drachengrippe? Ja. Die Drachengrippe. Meine Schnauze ist verstopft, mein Schwanz tut weh, meine Hörner, die kochen, meine Flügel werden schwer. Hast du dich denn noch nie so gefühlt? Scorch, ich habe weder Schnauze, Flügel, Hörner oder Schwanz. Oh, kein Wunder, dass du keine Freundin findest. Aber eine Puppe soll die Rede halten. Und was ist mit mir? Niemandem wird der Unterschied auffallen. Bitte. Howard. Ich bin doch schon auf den Knien. Howard. Im Sonntagsanzug. Howard, was muss ich tun, damit du aus meinem Büro verschwindest? Lass mich die Ansprache halten. Howard, das ist Mr. Ruthers Entscheidung. Wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich alles anders machen. Wirklich? Wirklich, ich würde dich feuern. Du machst Witze. Das mache ich nie. Ich gehe lieber. Jack will mir nicht helfen. Du kannst doch so gut intrigieren. Es hat nicht funktioniert. Was ist mit Betteln? Das war auch nicht so gut. Du glaubst doch nicht, dass ich auf die Knie falle. Weißt du, was vielleicht hilft? Was? Droh ihm damit, dass du dich umbringst. Und du glaubst, das funktioniert? Ich würde es versuchen. Moment mal. Was ist denn, wenn er merkt, dass ich blöffe? Dann wirst du die Rede posthum halten. Oh, wirklich komisch. Und nachdem Sie den Braunzucker, den Senf und die gebackenen Bohnen dazu gegeben haben, was dann? Wir mischen es mit Apfelmus und sind fertig. Dankeschön. Kein Problem. Ja, das schmeckt wirklich gut. Dicken Dank. Ich meine, vielen Dank. Da sind wir wieder. Die Temperaturen werden heute wahrscheinlich um einige Grade fallen. Sollten Sie heute Abend noch unterwegs sein, würde ich Ihnen raten, etwas Warmes mitzunehmen. Oder machen Sie sich warme Gedanken. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss nach Haus. Morgen wird es dann teilweise Mach wolkig. Mach du ohne mich weiter. Ich muss jetzt nach Haus. Es wird Regen erwartet. Au. Also gut, falls irgendein Drache zusehen sollte, ich brauche Hilfe. Ich habe die Drachengrippe. Ich brauche das Rezept, das so anfängt. Man nehme 1 Pfund gehackte Regenwürmer, 3 pürierte Mistkäfer, 2... Was? Entschuldigen Sie bitte, Scorch hat anscheinend ein Problem. Scorch hat seine Stimme verloren. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, wie das Wetter wird, dann sehen Sie einfach aus dem Fenster. Werbung.
Block. Irgendeine Spur von meinem Kampf. Die Polizei ist benachrichtigt. Nein, hier geblieben, Stevens. Was für eine saublöde Idee war denn das? Ein Bauchredner, dessen Puppe die Stimme verliert? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich hätte einen guten Einfall gehabt. Da irren Sie sich aber gewaltig. Hier wird keine Stimme verloren und es gibt auch keine Drachengrippe. Ich will, dass Sie genau das tun, was das Publikum von Ihnen erwartet. Sie sagen etwas und dann sagt Scotch was. Dann sagen Sie wieder was und Scotch sagt Jawohl. Was. Und ich möchte auf keinen Fall Probleme mit der Ansprache für Mr. Ruther. Ja. Oh, darüber wollte ich ja noch mit Ihnen reden. Ich weiß, es hört sich wahnsinnig an, aber ich hätte da eine Frage an Sie. Wie würden Sie reagieren, wenn ich Ihnen sage, dass Scotch zu krank ist, um eine Rede zu halten? Ich ignoriere die Frage. Danke. Gefällt es Ihnen hier bei uns? Ja, Sir. Dann wollen Sie sicher auch hier Ja, bleiben. Sir, das will ich. Dann werden Ihre Puppe und Sie morgen hier sein, um diese Rede zu halten. Sonst werden Sie in dieser Stadt nie wieder was zu tun kriegen. Verstanden? Verstanden. Was sollen wir denn jetzt das tun? Das weiß ich auch nicht. Ich meine, wie sollen wir auftreten, wenn du nicht reden kannst? Das ist eine berechtigte Frage. Scrooge, deine Stimme ist ja wieder da. Du kannst reden. Wir sind gerettet. Das glaubst aber auch nur du. Ich habe die Drachengrippe. Da gibt es furchtbar viele Symptome. Ach, welche denn? Zum Beispiel Ohnmacht. So, hier hast du noch eine Decke. Ach, danke. Ich glaube, dass ich dich mal abhorchen sollte. Gute Idee. Was ist, lebe ich noch? Du und deine Witze. So, hier sind die Nasentropfen. Leg deinen Kopf zurück. Es ist zwar nicht sehr angenehm, aber es wird dir gut tun. Ich weiß noch, wie das war, als Onkel Edgar die Drachengrippe hatte. Das zog sich 19 Jahre hin. Diese Drachengrippe kann also 19 Jahre dauern. Aber nur, wenn ich auch so lange lebe. Und was ist aus deinem Onkel geworden? Er hat ins Gras gebissen. Er ist tot? Nein, er hat ins Gras gebissen. Das ist auch so ein Symptom. Auf einmal beißt man ins Gras. Von so einer eigenartigen Krankheit habe ich ja noch nie gehört. Welche sind denn die schrecklichsten Symptome? Meine Warzen könnten abfallen. Meine Haut könnte auf einmal zart und geschmeidig werden. Boah. Nichts gegen euch. Wir sollten sehen, ob er Fieber hat. Ich hoffe nur, die Skala geht auch bis 200 Grad. Nein, die höchste Zahl hier ist 40. Einen Moment mal. Mir fällt gerade etwas ein. Was hast du denn jetzt vor? Keine Sorge, Dr. Stevens weiß, was zu tun ist. Keine Sorge. Wenn ich krank bin, dann hilft Dad mir auch. Ach ja? Ja. Was ist denn das? Ein Fleischthermometer. Ja, bist du völlig wahnsinnig? Was ist denn daran schlimm? Du steckst es in den Mund. Ach so, in meinen Mund. Mach mal weit auf. Pass auf, dass es auch unter der Zunge ist. Wie schlimm ist es? Oh, für einen Drachen bin ich ganz schön krank, aber für einen Braten genau richtig. Mund auf. Sag A. A. Wahnsinn! Ich kann eine kleine blaue Flamme sehen. Das ist meine Zündflamme. Und dann sehe ich ein paar Löffel, einen Bleistift. Oh, und daneben ist noch ein großes Knäuel mit gelben Streifen drauf. Doch nicht etwa ein Zickzackmuster. Doch, woher wusstest du das? Scotch, das waren meine guten Socken. So gut waren sie auch wieder nicht. Dann wollen wir doch mal richtig nachsehen. Das tut doch bestimmt nicht weh. Nanu, was ist denn das für ein schwarzer Stab da unten? Mal sehen, da steht ja was drauf. Für Howard Gurman. Das ist doch Howards Kamm. Damit habe ich ihn total fertig gemacht. Willst du einen Teller Suppe? Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mal krank bin, dann esse ich immer Hühnersuppe. Machst du mir welche mit Leberknödeln? Du isst Leberknödel? Nein, die Leberknödel stecke ich mir in die Ohren. Und dann geht's dir besser? Nein, aber dann höre ich wenigstens nichts mehr. Scott, ich will, dass du mit dem Unsinn aufhörst. Mit dem Unsinn aufhören? Ich bin doch derjenige, der schwitzt, friert und leidet. Und das Schlimmste kommt erst noch. Ach, was denn? Nun, Gedächtnisschwund und unkontrollierbares Fluchen. Unkontrollierbares Fluchen? Scotch, nicht, dass du das etwa in der Sendung machst. Wenn es mir gut geht, sicher nicht. Und Daddy will auch kein Fluchen hier im Haus. Na, dann gehe ich eben vor die Tür. Scotch, kann ich was für dich tun, damit du dich wieder wohlfühlst? Na ja,
Du kannst schon was tun. Und was? Du kannst deinen Arm von meinem Flügel nehmen. Ich bring dich jetzt ins Bett. Ach, Brian? Ja? Darf ich dir mal was sagen? Natürlich. Du hast ganz viele Haare in der Nase. Ich helfe dir tragen. Na, wie geht's dir? Ach, ich kann nicht schlafen. Mach dir nichts draus. Weißt du, ich hab Sehnsucht nach meiner Mama. Wenn ich früher mal krank war, dann hat sie mich immer in unsere Höhle getragen. Sie hat mich mit ihren Flügeln zugedeckt und mir den Bauch gekrault. Und dann hat sie mir etwas vorgesungen. Kranker Drache, du musst ruhen. Morgen gibt es viel zu tun. Träum was Schönes, schlaf jetzt ein. Morgen wird es besser sein. War das süß. Bestimmt ist deine Mutter sehr schön. Sie ist wunderschön. Mit ihren Flügeln macht sie alle Männer schwach. Meine Mutter ist auch sehr schön. Mhm. Ich wünschte, meine Mutter könnte deine Mutter mal kennenlernen. Aber erstmal muss ich sie finden. Vielleicht können sie ja dann zusammen Kaffee trinken. Mhm. Jess, Scorch braucht jetzt eine Ruhe. Ja, gut. Ich hab dich lieb. Ach, wirklich? Aha. Und was ist mit ihm? Der hat dich auch lieb, Scorch. Ich möchte ihn das sagen hören. Daddy sagt, Scorch, du hast ihn lieb. Ich hab dich lieb. Von ganzem Herzen. Weißt du, man kann alles etwas übertreiben. Das wusste ich. Ich wusste es. Das war gelogen. Es ist eine Lüge. Ja, ist ja schon gut. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen? Was? Also das ist jetzt wirklich... Das wusste ich doch. Ich habe es geahnt. Ja, schon gut. Von ganzem Herzen. Ich hab dich lieb. Ach, das sagst du bloß so. Jessica, du musst ins Bett. Ja, Dad. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Brian, ich hab mir überlegt, dass ich morgen versuchen werde zu arbeiten. Darüber reden wir in Ruhe morgen früh. Ich will nicht, dass du meinetwegen deine Arbeit verlierst. Ach, dann suche ich mir eben was anderes. Mm-mm. Ich glaube nicht, dass du etwas anderes kriegen wirst. Brian, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich, was du willst. Oh, wenn ich eines Tages in der großen Drachenhöhle im Himmel ende... Scorch! Nein, das ist wirklich wichtig. Würdest du dann für mich die heilige Bestattungszeremonie durchführen? Was muss ich denn da tun? Du musst mich zum größten Vulkan des Landes bringen. Ja. Dann nimmst du mich in deine Arme. Ja. Dann rufst du meinen Namen 12-mal. Ja. Und springst dann mit mir in den Vulkan. Du bist völlig unmöglich und jetzt wird endlich geschlafen. Schlafen? Ich leide schrecklich und mir tut alles weh. Ich weiß genau, dass ich mit diesen unerträglichen Schmerzen niemals einschlafen kann und... Wie hast du es denn nur geschafft, mich zu überreden? Mit meiner Intelligenz natürlich. Hör zu, wenn wir das hier überstehen, wird alles wieder gut. Und wenn nicht, dann werden wir in dieser Stadt nie wieder was zu tun kriegen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Nun, zufrieden würde ich nicht gerade sagen. Ich bin eigentlich eher fiebrig, heiser, müde und erschöpft. Sehen Sie sich das an. Wir sind überschüttet worden mit Grippe-Rezepten. Die Mädchen aus der Telefonzentrale mussten Überstunden machen, weil jeder seinen Senf dazugeben wollte. Verehrter Scorch, Sie haben sich geirrt. Regenwürmer helfen nicht gegen Drachengrippe. Man verwendet sie bei Fußpilz. Ihr Reginald Drache. Reginald Drache? Nein, ich kenne einen Hugo-Drache, aber den habe ich seit 600 Jahren nicht gesehen. Wir haben früher zusammen Handball gespielt. Er hatte immer was zu meckern. Der Ball war drin, der Ball war draußen, er war auf der Linie, jemand hat den Ball angekokelt. Was hat dieser blöde Schal zu bedeuten? Ich bin krank. Du warst gar nicht gefragt. Ich rede mit ihm. Er ist krank. Hab ich doch gesagt. Er ist vielleicht krank. Aber Sie sind wirklich krank. So, bitte alle auf die Plätze. Und 5, 4, 3, 2.
Hallo, ich bin Alison King. Wir möchten Ihnen heute etwas ganz Besonderes präsentieren, nämlich den Mann des Jahres. Verliehen wird diese Auszeichnung von Brian Stevens und seinem kleinen Freund Scott. Also gut, kommen wir gleich zur Sache. Scorch und ich vergeben die Auszeichnung für den Mann des Jahres an... Na, sag's ihn, Scorch. Was soll ich sagen? Na, wer dieses Jahr die Auszeichnung kriegt. Welche Auszeichnung? Die Auszeichnung für Mr. Ruther. Wer ist denn Mr. Ruther? Und wer bist du überhaupt und wer bin ich? Oh nein, Gedächtnisschwund. Vielleicht sollten wir die ganze Sache hier vergessen. Was ist denn hier los? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Sie... Wie hast du mich genannt? Sind Sie schwer, höre ich Sie? Brian! Scorch, du erinnerst dich wohl wieder. Ja. Du solltest deine Hand lieber von meiner Schnauze nehmen. Wieso? Ganz einfach, weil sich sonst zu viel Dampf staut. Oh nein, du wirst doch wohl nicht etwa... Oh doch, das werde ich! Scorch, ist alles in Ordnung? Das war das letzte Symptom. Die Drachengrippe ist vorbei. Mein Gesicht, es ist wieder runzlig, mit Warzen. Oh, oh, hurra! Tja, Scorch, wir hätten fast die Auszeichnung für Mr. Ruther vergessen. Hier. Ja und? Was denn, keine Ansprache? Na gut, wenn es sein muss. Für ein vollgefressenes, cholerisches Glatzköpfchen sind Sie gar nicht so übel. Tja, verehrte Zuschauer, wir haben... Wow. Habe ich gerade gebellt? Es klang so. Scorch, ist diese Drachengrippe vielleicht ansteckend? Wow. Ja, ein bisschen. Du hättest mir sagen sollen, dass die Drachengrippe ansteckend ist. Du hättest mich fragen sollen. Daddy, Scorch und ich haben eine Überraschung, dann geht's dir gleich viel besser. Oh, das ist ja sehr lieb von euch. Also los, fangen wir an. Brian liegt im Bett, er ist krank, das ist nicht nett. Armer Brian kann nichts tun, er muss schlafen und viel ruhen. Bald ist seine Nase rot, morgen früh, da ist er tot. Das wird schon ein bisschen leise.